Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch meinen nächsten Path of Exile Charakter vor. Das wird der letzte dieser Liga sein und Mensch macht der wieder Spaß. Genau genommen ist das eher ein Meme-Bild, weil wir hier ganz spezifische Items verwenden, um mit einem Klick so viele Monstermassen wie möglich zu vernichten. Diejenigen unter euch, die mich jetzt schon etwas länger verfolgen, wissen, ich liebe explodierende Gegner. Dieser Bild treibt das Ganze auf die Spitze, indem wir die Explosion auch noch miteinander verketten. Das kann schon mal dazu führen, dass wir ein bis zwei ganze Screens mit einem Klick auslöschen, wenn die Gegner nah genug beieinander stehen. Den meisten Schaden machen also eigentlich die explodierenden Gegner. Das führt zu einem eher miesen Single-Target-Schaden. Mit dem jetzigen Setup sind auch T16-Maps kein Problem zum Clearen, gerade wenn um größere Gegner genug andere Monster stehen. Die Bosse wiederum dauern vergleichsweise aber einfach zu lang. Sie sind machbar, aber zu langatmig. An die Endgame Guardians und so weiter ist dabei gar nicht erst zu denken, aber das ist ja auch nicht Ziel des Builds. Wer einen schnellen Charakter mit sehr guter Clearspeed und einen zutiefst befriedigenden Spielgefühl will, wird hier fündig. Es ist dabei wie gesagt natürlich ganz bestimmte Ausrüstung notwendig, die insgesamt nicht zu teuer ist, aber auch fernab der Definition eines günstigen Charakters, geschweige denn League-Starters. Wie genau der Build funktioniert, erkläre ich gleich im zweiten Teil des Videos. Ihr könnt diesen Build auch erst frühestens ab Level 68 spielen, wenn ihr die Brustrüstung in Pulsars gebrochenes Herz tragen könnt. Zuvor habe ich einfach eine ganz normale Lichtbogenhexe gespielt, nur eben mit dem passiven Baum von diesem Build. Packt einfach Lichtbogen mit 3 bis 5 Unterstützung in eure Rüstung und dann geht das schon. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder schaut mal auf Twitch vorbei, dort könnt ihr dann sogar Live-Fragen stellen. Wir spielen die Klasse der Elementaristin, weil sie am meisten von den ganzen Heroids, die wir nutzen, profitiert. Ich glaube aber auch, dass andere Klassen durchaus in Frage kommen. Als Angriffsfertigkeit nutzen wir Klingentanz, auch Blade Fury genannt, weil der Skill dafür bekannt ist, sehr hohen Single-Target-Schaden zu verursachen. Ihr könnt aber auch mit jedem anderen Angriffsskill arbeiten, wie zum Beispiel Wirbelsturm. Eigentlich müsst ihr nicht mal einen Angriffsskill verwenden. Mit Zaubern geht das Ganze eigentlich auch, das werde ich wohl mal später ausprobieren. Kommen wir nun zur Ausrüstung und zum passiven Baum. Nächste Woche nach der Veröffentlichung der Patch Notes für 3.10 kommt übrigens wieder ein Video zum Thema gute League-Starter für Delirium, abonniert also den Kanal, um das Jahr nicht zu verpassen. Okay, fangen wir also mit unserem Hauptsetup an, das ist natürlich Klingentanz. Wie gesagt, ihr könnt auch jeden anderen Angriffsskill nehmen, zum Beispiel Wirbelsturm, oder ihr spielt das Ganze mit Zauber, dann müsst ihr natürlich noch ein paar Sachen verändern, aber generell ist hier eigentlich alles möglich. Wir haben Klingentanz eben wegen den hohen Single-Target-Schaden, den es eigentlich verspricht, den wir trotzdem nicht so ganz haben, aber naja, es geht ja hier um die Explosion. Klingentanz ist verlinkt mit der konzentrierten Wirkung, klar, bringt uns nochmal mehr Schaden und Klingentanz selbst braucht keine großen Wirkungsbereich, denn die Explosionen machen ja sowieso den ganzen Schaden. Das heißt, wir können dann für den Single Target eben konzentrierte Wirkung gleich mit reinnehmen. Dann haben wir noch Hypothermie. Unser Schaden unterkühlt die Gegner, friert sie vielleicht sogar ein und dann machen wir natürlich noch mehr Schaden an unterkühlten Gegnern. Wunderbar. Dann haben wir noch konzentriertes Kanalisieren, was auch nochmal unseren Schaden erhöht und uns ab einem bestimmten Punkt diesen Konzentrationsbonus gibt. Dadurch würden wir theoretisch mehr Schaden machen mit sämtlichen Fertigkeiten, die physischen Schaden machen. Machen wir jetzt nicht unbedingt, aber es ist nicht so schlimm, denn dieser Konzentrationsbuff gibt uns auch eine Defensive gegenüber physischen Schaden. Deswegen haben wir das mit drin. Dann natürlich zusätzlicher Blitzschaden, ne, versteht sich glaube ich von selbst, genauso wie Elementarschaden mit Angriffen. Die Brustrüstung ist wie gesagt notwendig, das ist ein Key-Item in diesem Bild, denn wir brauchen die Explosion der geschockten Gegner. Ansonsten gibt es uns auch ein bisschen Leben, was auch nicht nett ist und wir selbst können nicht geschockt werden, auch nicht schlecht. Das nächste Key-Item ist der Helm, der dafür eben sorgt, dass unser Blitzschaden nicht mehr schocken kann, dafür aber einfrieren. Warum brauchen wir diesen Helm? Die Explosion von unserer Impulsa kann nicht schocken, das steht ja hier extra. Durch euch getötete geschockte Gegner explodieren und verursachen 5% ihres maximalen Lebens als Blitzschaden, der nicht schocken kann. Mit diesem Helm versucht unser Blitzschaden ja gar nicht erst zu schocken, sondern einzufrieren. Und das ist wiederum möglich. Das heißt, die Explosionen durch Impulsas gebrochenes Herz frieren oder unterkühlen bzw. frieren die Gegner ein. Dann unser Kälteschaden entzündet die Gegner und unser Feuerschaden wiederum schockt die Gegner. Das ist nicht so notwendig bis auf den Kälteschaden, weil wir mit unserem Elementarschaden sowieso auch schocken können. Dazu komme ich gleich. In dem Helm selbst ist unser Schutzsetup drin mit Schrei der Unsterblichkeit, Zaubern bei erlittenem Schaden und verlängerte Dauer. Achtet darauf, Schrei der Unsterblichkeit als auch Zaubern bei erlittenem Schaden nicht zu hoch zu leveln. Ihr seht, ich habe es hier auf Stufe 1 und Schrei der Unsterblichkeit dann auf Stufe 3. Denn je höher Zaubern bei erlittenem Schaden gelevelt ist, desto mehr Leben müsst ihr verlieren, damit Schrei der Unsterblichkeit gewirkt wird. Und wir wollen ja, dass das oft gewirkt wird.
Dann haben wir hier noch Anmut drin, die Wahlvariante. Das heißt also, die Wahlvariante benutzen wir dann bei Bosskämpfen für nochmal etwas mehr Ausweichchance. Bei den Schuhen, da brauchen wir kein spezifisches Item. Da könnt ihr ganz normale Schuhe nehmen. Achtet auf Leben, Resistenzen und Ausweichwert. Und vor allem auch Bewegungsgeschwindigkeit. Und hier drin ist ganz wichtig unser Herold des Eises. Mit Herold des Eises können unterkühlte Gegner zerschmettert werden, was zu einer Explosion führt, die auch nochmal Kälteschaden verursacht. Und diese Explosion entzündet bzw. schockt die Gegner. Warum macht es beides? Weil wir hier die Unterstützung Kälte zu Feuer haben. Das heißt also, 50% des Kälteschadens von der Explosion durch Herold des Eises wird nochmal in Feuer umgewandelt, sodass also Herold des Eises die Gegner sowohl entzündet als auch schockt. Das Ganze ist verlinkt mit vergrößerter Wirkungsbereich für größere Explosionen und dann hier einfach nochmal entfesselte Beeinträchtigung, damit die Beeinträchtigungen mehr Schaden machen, erhöhte Wirkung haben etc. Da könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Da könnt ihr zum Beispiel auch die Unterstützung Elementarübertragung mit reinnehmen, damit die Statusveränderung, die Elementaren auf weitere Gegner übertragen werden, was eben der Verkettung hilft, aber das ist momentan in diesem Setup nicht zwingend notwendig. Deswegen habe ich mich hierfür mehr Schaden mit den Beeinträchtigungen entschieden. Warum ist das nicht zwingend notwendig? Das ist wegen diesen Handschuhen. Hier steht nämlich, durch euch getötete Gegner sind geschockt. Da fragt man sich, naja, die sind ja dann aber schon tot, was bringt das? Durch euch verursachte Schocks übertragen sich auf andere Gegner innerhalb eines Radius von 15. Das heißt also, sobald wir einen Gegner töten, schocken wir sämtliche Gegner um diesen toten Gegner herum. Das ist sehr gut eben für die Explosion. Diese Handschuhe sind aber nicht zwingend notwendig. Sie sind nur nice to have. In diesen Handschuhen ist dann unser Herold des Donners, als auch unser Herold der Asche. Herold des Donners ist ja wichtig, weil wir generell ja am meisten Blitzschaden machen und Herold des Donners eben diesen Blitzschaden dann nochmal erhöht. Herold der Asche auch nochmal für etwas mehr Schaden. Dann haben wir hier Zorn, wieder für mehr Blitzschaden und das Ganze verlinkt mit der Erleuchtungsunterstützung. Die muss mindestens Level 3 sein, am besten Level 4, damit wir hier auch alle Auren und Herolds aktivieren können und dann genau 0 Mana haben. Bei der Waffe habe ich mich für eine Klaue entschieden. Wie gesagt, ihr könnt das ja mit spielen, mit was ihr quasi wollt, aber Klauen bringen uns eben nochmal sehr viel Lebensraub. Hier erhaltet plus 46 Leben für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner, was uns auch nochmal sehr viel Leben bringt. Und ansonsten achtet ihr auf so ein bisschen physischen Schaden, vor allem aber Blitzschaden und Angriffsgeschwindigkeit. Das sind so die Hauptpunkte, die wir hier wollen. Kritische Trefferchance brauchen wir nicht zwingend, ist nice to have, aber wir müssen ja nur einmal alle 8 Sekunden kritisch treffen, deswegen ist das nicht so notwendig. Das Schild nehmen wir, weil wir dadurch immer treffen, das heißt Gegner können unseren Treffer nicht mehr ausweichen, wir müssen da deswegen nicht auf unsere Genauigkeit achten, wir nehmen einfach diese Schilde und können dann draufhauen und wir treffen immer, das ist ja nett, ist natürlich dann sonst nicht das beste Schild, aber diese Modifikation bringt es einfach. In den Klauen selbst ist Welle der Verurteilung drin, was ich momentan auch noch selbst wirke, das heißt wir drücken hier, dann kommt diese Welle und höchstwahrscheinlich macht diese Welle am meisten Blitzschaden, wodurch die Blitzresistenz des Gegners nochmal weiter verringert wird. Dann haben wir noch Blutrausch drin, die Klaue macht uns schneller, gibt uns Rasereiladungen, die uns auch nochmal schneller und stärker machen, also auch recht wichtig. Und hier Ahnenkriegshäuptling, auch wieder die Wahlvariante, wobei wir theoretisch auch die normale Variante auch mal mitnehmen können, aber insbesondere die Wahlvariante, die uns auch im Bosskämpfen dann nochmal ein bisschen stärker macht für ein paar Sekunden. In dem Schild ist unser Fortbewegungsskill drin, das sind die wirbelnden Klingen, zusammen mit schnelleren Angriffe und natürlich Verstärken, das nochmal unsere Defensive stärkt. Bei den Ringen ist auch nochmal ganz wichtig der Ring der Reue. Und zwar hier die Modifikation, dass Herold des Donners mindestens 37% verringerte Mana-Reservierung hat, damit wir, wie gesagt, alle Auren und so aktivieren können. Das heißt, diese Mod ist sehr wichtig. Und ansonsten auch Herold des Donners hat 84% erhöhte Stärkungswirkung. Auch nicht schlecht. Das heißt, der Buff, der uns von Herold des Donners gewährt wird, wird nochmal verstärkt. Ihr könnt theoretisch auch statt diesen Ring, also statt Ring der Reue, Ring der Furcht nehmen. Das ist das Ganze dann mit dem Herold des Eises. Dann hat dieser Skill 38% verringerte Mana-Reservierung, dann könnten wir theoretisch auf dem Baum nochmal so 2 Punkte umpositionieren, weil wir auf dem Baum auch nochmal weniger Mana-Reservierung haben. Die bräuchten wir dann nicht mehr. Aber wir haben hier halt nochmal diesen Buff-Effekt von Herold des Zorns und wir gehen ja generell auch auf Blitzschaden am meisten. Deswegen ist das Ring der Reue da die bessere Wahl, glaube ich. Ansonsten haben wir hier noch die Bändigung. Ist einfach nur ein Ring, der unseren Schaden nochmal extremst erhöht, weil wir ja generell die Gegner sowohl einfrieren als auch schocken als auch entzünden und jeweils kriegen wir da so einen Schadensbonus drauf. Dann haben wir generell nochmal erhöhten Elementarschaden mit dem Ring. Also dieser Ring ist sehr gut, ist ein bisschen teuer, hat ein Excited Orb, also eine erhabene Sphäre gekostet. Geht aber, kann man machen. Dann das Amulett Joch des Leids, quasi derselbe nochmal, gibt uns auch nochmal mehr Schaden, weil die Gegner mehr Schaden erleiden durch jede Beeinträchtigung, die sie haben. Und wie gesagt, wir beeinträchtigen sie komplett, also mit Schock, Einfrieren und Entzünden. Und unser Elementarschaden kann schocken, das heißt also nicht nur unser Blitzschaden kann schocken, sondern sämtlicher Schaden, auch nie schlecht. Der Gürtel ist dabei wieder ganz normal, Leben, Resistenzen, Schaden,
alles das, was wir eben so wollen. Ich habe hier so einen Abgrundgürtel mit dem Juwel, das noch mal, wo wir nochmal ein bisschen mehr Schaden kriegen durch das Juwel innen drin. Ganz wichtig bei dem Gürtel ist noch dieses regeneriert 120 Energieschild pro Sekunde, was ich mir selbst mit der Handwerksbank draufgecraftet habe. Und zwar kriegen wir hier 120 Energieschild pro Sekunde, wenn sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet. Und das hilft uns eben, unser Mana quasi hochzuhalten, weil wenn wir das jetzt einfach so machen, sehen wir, es geht schon relativ schnell ziemlich weit runter. Und wenn wir dann uns sehr schnell durch die Maps fortbewegen oder auch bei Bosskämpfen, wenn wir dann mal länger angreifen, dann merken wir, okay, jetzt ist langsam das Energieschild aus. Und mit dieser Modifikation kriegen wir das hin, dass wir dann wenigstens noch ein bisschen mehr Energieschild-Regeneration haben. Die Fläschchen, eine Lebensflasche, die immun gegen Blut macht. Dann haben wir hier noch den Aschetrunk, der uns Leben und Energieschild beim Mappen, also beim Clearen der Monster, zurückgibt, wenn wir eben Monster töten. Außerdem erleiden entzündete Gegner auch noch mehr Schaden, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier ein Quarzfläschchen des Schutzes, auch nochmal für ein bisschen mehr Ausweichchance und Immunität gegenüber Flüche. Quecksilberfläschchen für höhere Bewegungsgeschwindigkeit und dass wir nicht unterkühlt bzw. eingefroren werden können. Und wie immer Aziris Versprechen für mehr Schaden und etwas mehr Lebensraub, als auch vor allem der Chaoswiderstand ist sehr wichtig. Der Baum sieht so aus, wir gehen hier rum, weil wir brauchen ja weder Zauberschaden noch brauchen wir Zaubergeschwindigkeit. Energieschild brauchen wir auch nicht wirklich, weil wir das ja eh nur als Mana nehmen. Deswegen nehmen wir hier den kurzen Weg, gehen dann hier die Lebenspunkte mit. Elementarüberladung ist recht wichtig. Wie gesagt, wir gehen nicht auf kritische Treffer. Wir müssen nur einmal in den 8 Sekunden hier treffen, damit wir einen 40% mehr Bonus kriegen, was schon ziemlich viel ist. Quasi eine große 1 mal 1,4 am Ende der ganzen Schadensberechnung. Also sehr gut. Und ansonsten gehen wir rüber, nehmen die ganzen Elementarsachen mit. Vor allem auch Wirkungsbereich und Flächenschaden nehmen wir mit und ganz viel Leben natürlich. Ganz wichtig ist noch der Punkt unheimlicher Transformator, der eben dafür sorgt, dass das Energieschild nicht unser Leben schützt, sondern unser Mana. Das heißt also, wir können unser Mana für die ganzen Auren komplett reservieren und haben dann trotzdem noch Mana übrig quasi für unsere Skills. Ansonsten noch wichtig sind die Punkte hier unten, die eben uns nochmal extrem viel Ausweichchance geben und damit eben unsere Defensive stützen. Ansonsten achtet ihr eben auf Leben. Elementarsachen nehmen wir alles mit. Hier haben wir die Blitzpunkte mitgenommen. Wie gesagt, im Generellen gehen wir viel auf Blitz, aber auch Kälte und Feuerschaden tun ihr Übriges. Dann haben wir die ganzen Klauenpunkte und die nächsten Punkte, die ich jetzt noch nehmen würde, geht hier runter und dann nehmen wir hier noch diesen Elementarschaden mit. Oder wir gehen vielleicht hier runter für die Chance einzufrieren, zu schocken und zu entzünden. Bei den Essenzpunkten ist dieser Weg ja ganz wichtig. Zuerst mal Panel der Zerstörung ist so ein Punkt, den wir auf dem Weg mitnehmen. Erhaltet 75% vergrößerten Wirkungsbereich für 5 Sekunden. Ist nett für die Explosion und danach für die nächsten 5 Sekunden erhöhten Elementarschaden. Auch nicht schlecht, aber ich mag das nicht, dass sich das so abwechselt. Weil wenn man dann zum Beispiel erhöhten Elementarschaden braucht, hat man erhöhten Wirkungsbereich. Aber gut, den müssen wir halt mitnehmen, denn wichtig ist hier Meisterin der Zwietracht. Dadurch penetrieren wir den Widerstand der Gegner mehr, wenn wir halt durch Herold des Eis und Herold der Asche und Herold des Donners verbessert werden. Und wichtig ist hier auch nochmal die verringerte Mana-Reservierung von den Herold-Fähigkeiten. Das ist also ein Punkt, den wir unbedingt mitnehmen müssen. Dann haben wir hier Schöpferin der Verwüstung. Das gibt uns diese Konfluenzen. Und was heißt das, wenn wir zum Beispiel nehmen, erhaltet unterkühlende Konfluenz für 4 Sekunden. Das bedeutet, dass sämtlicher Elementarschaden, den wir machen, unterkühlt. Normalerweise würde ja nur der Kälteschaden unterkühlen, jetzt mal, wenn wir den Helm nicht hätten. Aber mit dieser Konfluenz können wir die Gegner mit all unseren Elementarschaden dann eben einfrieren. Und das wechselt sich auch immer sekündlich dann ab. Wichtig ist dann hier noch Leuchtfeuer des Zerfalls, dass die ganzen Statusveränderungen irgendwann nochmal verbessert. Also wir haben eine verbesserte Schockwirkung, wir machen mehr Schaden mit Entzünden und unterkühlen macht die Gegner langsamer, was natürlich auch nochmal nicht schlecht ist. Bei den Juwelen natürlich ein Auge des Wächters Juwel mit einer Zornmodifikation. Hier Schaden durchdringt 15% Blitzwiderstand während und dem Einfluss von Zorn. Ist ganz nett. Ansonsten achtet ihr eben auf Schaden, Leben, Resistenzen, alles was ihr eben noch braucht. Ich bin ja sehr viel noch auf Schaden und Leben gegangen, weil wir gerade mal 4400 haben. Ist halt nicht so viel, wir sind ein bisschen squishy, wie man so schön sagt. Aber ansonsten achtet ihr eben auf Schaden, der den Angriffen hinzugefügt wird. Am besten ist Blitzschaden, aber wie gesagt, Feuerschaden und Kälteschaden können wir auch mitnehmen. Hier das Ganze auch nochmal. Schaden, Schaden, Schaden und Leben. Unser Amulett können wir mit diesem Punkt hier drüben weihen, einfach nur damit wir auch nochmal ein bisschen mehr Elementarschaden machen. Ist relativ günstig und deswegen auch relativ
Gut, soweit zu diesem Charakter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist eher ein Meme-Bild, macht aber mega Spaß. Und ihr habt gesehen, T16-Maps sind auch kein Problem. Sogar die Bosskämpfe sind okay, sage ich mal. Aber wenn ihr diesen Bild zum Clear nutzt, ist das eine wahre Freude. Und vor allem ist man auch sehr schnell unterwegs. Also gerade das Farmen wird mit diesem Bild sehr viel Spaß machen. Vor allem auch in der Mine. Ansonsten lasst gerne ein Like da, ein Abo, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Und sonst schaut mal bei Twitch vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.